Es gibt aktuell einen Glitch in Lords of the Fallen ziemlich am Anfang des Spiels, wo ihr AFK unbegrenzt Seelen farmen könnt. Die Stunde sind es knapp 100.000 Seelen, wo ihr einfach nur rumstehen müsst. Wie das Ganze funktioniert und wo ihr dafür hin müsst, erfährst du jetzt im Video bei deinem Swishy. Für mehr Guides und vor allen Dingen News zu den aktuellsten Spielen gerne Abo dalassen, wirklich nichts mehr verpassen. Zusätzlich freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video, wenn ich dir mit dem Guide helfen konnte. Wir starten bei der Überreste der blinden Agatha und gehen dann sofort in die Geisterwelt. Dort einmal das Auge wegbrennen mit der Lampe und rennen sofort an dem Helmtypen vorbei. Sofort auf die rechte Seite und springen hier über dieses Knochengerüst drüber und bewegen uns dann sofort Richtung Plattform. Sind wir einmal an der Plattform angekommen, ziehen wir die an uns ran. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen, links ein Gegner, teilweise schießt er auf euch mit Zaubern, deshalb müsst ihr da aufpassen. Entweder tötet ihr den oder lauft einfach vorbei. Und wir ziehen uns sofort wieder ran. Dann, auf der Plattform angekommen, stellen wir uns ganz rechts in die Ecke. Das ist sehr wichtig hier, da der Gegner euch nicht trifft und ihr müsst da stehen, damit der Gegner, der jetzt kommt, runterfällt. Es wird jetzt zwischendurch immer ein rotes Feld kommen, wo ein Gegner spawnt. Und ihr seht schon links, dass wir ganz viel Vigor haben. Der Gegner wird permanent runterfallen, wenn ihr da in der Ecke steht und ihr könnt das Ganze aufsammeln. Ich habe jetzt eine halbe Stunde AFK rumgestanden. Wir ziehen die Plattform dann wieder ran und wir können dort dann die Seelen abholen. Es ist wirklich für eine halbe Stunde enorm. Wir schauen einmal und ihr seht schon, wie das Ganze hochgeht. Mal 3 Multiplikator und es sind knapp 50.000 Seelen in einer halben Stunde einfach nur rumstehen.